damit herzlich willkommen zurück bei Crusader Kings 3 The Royal Court DLC. Und beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wer wir sind, wo wir sind und was wir gerne sein wollen. Deswegen gehen wir diesmal direkt rein ins Game, schauen uns unser wunderschönes Kroatien nochmal hier an und haben als erste Aufgabe mal, dass wir uns um unseren Lebenswandel kümmern. Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Das eine wäre die Verwaltung, denn wie wir sehen, ist unser Domänenlimit bereits erreicht. Ich meine, wir sind noch nicht verheiratet, wir könnten das Ganze pushen über unsere Ehefrau. Jetzt weiß ich natürlich nicht ganz genau, ab wann man die nächste Stufe der Domäne freischält oder die Domänenschwelle um 1 erhöht. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnte man natürlich auf die Verwaltung gehen und hier Schwerpunkt Domäne und nochmal die drei Verwaltungen dazu zu bekommen. Das wäre meine erste Überlegung und die zweite Überlegung wäre natürlich die Bildung A, weil er natürlich da am geschicktesten ist und mehr Erfahrung bekommt, 20% schneller. Und wir könnten nämlich auf den gesunden Körper gehen, um so lange wie möglich zu leben. Denn ein Problem, das wir natürlich haben mit unserem Kroatien, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier gleich mal finden in der Nachfolge. Wir verlieren nämlich einen Titel, und zwar die Grafschaft von Pseth. Und das heißt, dass sich die Grafschaft von Pseth in der Nachfolge abspalten würde vom Reich, weil unser Sohn Graf Banimir, ich glaube, als eigenständiger Graf unterwegs wäre. Denn er hat hier, der eigentliche Haupterbe, Liku, hat das Banat, ja, das Herzogtum, hat Lika und hat Zawiercie. Ja, und dem entgegenzuwirken, könnten wir auf den gesunden Körper gehen, möglichst lange leben, aber das schon, ja, was hat er noch, wenn es hochkommt, 20 Jahre, wenn es sehr gut läuft, dann müssten wir in den 20 Jahren unser Königreich formen, um das Königreich immer wieder weiter vererben zu können und keine Reichsteilung zu gefährden. Das wären das so die zwei Möglichkeiten und ich glaube, jetzt wenn ich so drüber rede, ist die Gefahr der Reichsteilung mir ein bisschen zu groß. Nicht, dass die damals so ein Serious Business darauf gegeben hätten, ob das Reich geteilt wird oder nicht. Ich glaube, da ging es einfach eher darum, dass wirklich jeder sein Kuchenstück abbekommt und über sein Land herrschen kann. Aber man hat jetzt nicht solche Weltansprüche, dass das Reich insgesamt wachsen muss unbedingt. Ja, aber ja, so ein bisschen Win-Maxen wollen wir ja schon. Und deswegen gehe ich dann doch auf die Bildung. Und dafür nehmen wir, was nehmen wir denn da? Schwerpunkt auf Medizin. Mhm. Gesundheit gibt es gleich mal den kleinen Bonus dazu. Dann nehmen wir das doch einmal rein. Und dann gehen wir den gesunden Körperbaum nach unten. So, und das nächste natürlich ist jetzt brutales Tinder-Game. Wir haben hier drei geschmeidige Junggesellen im Angebot. Einmal den Ban Domagoj Dubimiric himself und seine zwei Sprösslinge, den Jiko und den Branimir. Ja, die haben jetzt hier natürlich ein schönes Junggesellenleben gehabt, ewig lange. Die anderen sind schon 22 Jahre alt und haben von noch gar nichts eine Ahnung. 17 und 22. Mama mia, jetzt ist vorbei. Jetzt wird wirklich mal der nächste Schritt im Leben gemacht und erwachsen geworden. Und wir fangen an. Wir fangen an mit uns selbst. Wir fangen an mit uns selbst. Und da wir, also A, Strategie 1 ist, wir gehen auf die Verwaltung. Strategie 2, Bündnis. Und Strategie 3, beides zusammen. Schauen wir mal, wer hier so kommt. Im Idealfall jemand, der auch keine Kinder mehr kriegen kann. Denn wenn wir jetzt noch mehr Söhne rausprügeln, auf gut Deutsch, dann haben wir das Problem der Reichsteilung ja noch mehr. Außer es wären Mädchen, aber gut, 50-50 Chancen möchte man schlecht oder nicht gerne eingehen. Deswegen wäre mir natürlich jemand, der keine Kinder mehr bekommen kann, sehr, sehr ein Anliegen. Schauen wir doch mal, ob wir da jemanden finden. Das sind natürlich sehr gute Werte in der Verwaltung, sehr gute Werte. 25 im besten Alter, ja, pf, nee. Nee. Ja, hier wäre einer, die keusch ist, allerdings hinterlistig und sadistisch. Wäre zu die Frage, ja,
muss das, ne? Bei unseren Kollegen hier. Ja, dann mal schauen, wie schaut es denn mit Bündnis aus? Das wäre natürlich auch noch interessant. Wie schaut es denn mit Bündnis aus? Angria ist hier oben. Wenn wir hier mal durchspitzeln durch den Screen, das hilft uns gar nichts. Generell müssen wir einfach schauen, dass wir jemanden erwischen, der in der Nähe ist hier von Graf, oder was ist das? Ja, ein Graf aus Byzanz mit 1200. Ja. Da könnte man schon mal überlegen. Haben wir denn gar nichts so bei uns eigentlich? Hier, Balaton. Das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir ja schon mal in der Pipeline. Gedanklich zumindest. Allerdings ist sie neu und hat natürlich auch nicht den Verwaltungswert. Also hätte ich gar nichts erreicht, was das angeht. Nur das Bündnis an sich. Wobei das Bündnis an sich so schlecht nicht wäre mit weiteren 1200. Ja. Wäre die Frage. Geben wir dann die Verwaltung auf für das Bündnis? Das ist im Endeffekt der Gedankenhergang. Oder gehen wir auf Bündnis und haben dann noch die Gefahr einer Geburt, die wir absolut nicht möchten. Ja, noch so eine Domäne wäre allerdings schon schick, muss ich sagen. Wäre schon schick. Naja gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir eher bei den Kollegen hier auf die Verwaltung gehen, um die Domänenschwelle um 1 zu erhöhen und bei unseren Söhnen dann auf das Bündnis. Naja, wobei, bei den Söhnen sollten wir natürlich auch schauen, dass das wirklich mit dem Alter hinhaut, wenn wir den jetzt, den 22-jährigen Sohn, eine 7-jährige Ehefrau an den Start bringen. Könnte es auch knapp werden. Wobei, ab wann sind die geschlechtsreif? Na gut, vielleicht finden wir hier einen Kompromiss. Verwaltung und trotzdem ein Bündnis. Aber da kommt lange nichts mit Bündnis hier. Provence. Bisschen weit weg. Wo ist das? Sehr weit weg. Hier auch wieder. Das geht eigentlich. Boah. Ja, ach, ich sag mal hier. Könnte man doch schon. Die ist immerhin auch keusch. Die ist zufrieden. Das heißt, mit ihrer Gesamtsituation. Die müsste nicht unbedingt eine Veränderung haben. Die ist von einem guten Stand. Hier. Why not let it fly? Französisch. Jetzt weiß ich nicht, wie schlimm das ist, dass sie einer anderen Kulturetzweige angehört. Ja, das Bündnis hält sich allerdings in Grenzen mit 896. Aber gut, 896 haben oder nicht. Plus dem Wert, den wir eigentlich wollten. Plus, dass sie keusch ist. Dann nehmen wir doch mal sie. Machen wir das. Dann haben wir den schon mal an den Mann gebracht. Und jetzt kommt unser Erbe. Unser Haupterbe. Da könnten wir ein bisschen filtern. Vielleicht finden wir ja schon jemanden, der so ein paar vererbliche Eigenschaften hat. Na? Talking about Intelligenz zum Beispiel. Und die Verwaltung. Naja, ob wir jetzt so eine von niedriger Geburt nehmen, ist natürlich die andere Frage. Aber gut, wenn die Skills stimmen, warum nicht eigentlich? Schauen wir mal, wann mal jemand von Standesdings kommt. Intelligent, griechisch. Dikonia, 1000. Na gut. 12 Jahre alt, demnächst geschlechtsreif. Ja. Leontia, Missanactis. Ich glaube, das wird hier mit uns beiden, also was heißt mit uns beiden, mit unserem Sohn und mit dir, ich glaube, wenn der gute Anatolius nichts dagegen hat, und er hat auch nichts dagegen, dann würde ich sagen, dann machen wir doch da mal eine schicke Heirat aus. Da fehlt uns nur noch der Branimir im Heiratsgame. Ja gut, beim Branimir, da ist jetzt die Frage, da gehen wir nicht auf die vererblichen Sachen, denn das ist ja nicht unser Haupterbe.
Problem ist natürlich nur, wenn der Haupterbe stirbt und Branimir plötzlich Haupterbe wird und wir jetzt hier Schindluder betreiben bei seiner Frau, dann haben wir die Arschkarte gezogen. Dennoch gehen wir jetzt mal hier voll auf Bündnis und gambeln in die Richtung ein bisschen. Er hat mir nochmal 1200 wieder aus Byzanz, die doch relativ schnell da wären eigentlich. Also der Weg ist so weit nicht. Ich glaube, das mache ich direkt. 7 Jahre alt, er ist 17, das müsste schon noch gehen mit Kindern. Die Werte sind katastrophal, aber sie ist natürlich erst 7. Ja, komm ran, komm ran. So, Heiratsmarkt wurde erfolgreich leergefegt für unsere drei noch Junggesellen, bald nicht mehr Junggesellen. Dann schauen wir mal in unserem Outliner hier rein, was wir denn alles machen können. Kriege erklären, ja, ist klar. Krieg erklären allerdings nur, wir haben jetzt keinen richtigen Kriegsgrund fingiert. Wir können nur Religionskriege führen, um Grafschaften, um genau zu sein. Ja, wir sind noch nicht hoch genug von der Frömmigkeit. Von der Frömmigkeitsstufe nicht, also von der Hingabestufe nicht, als auch von den Frömmigkeitspunkten nicht. Wir brauchen nämlich 80. 1,5 im Monat, dauert ein bisschen. Deswegen wäre der erste Move, den wir machen sollten bei den Entscheidungen, zuerst mal auf eine schöne Pilgerreise gehen. Kostet natürlich ein bisschen was, aber so viele Punkte brauchen wir nicht. Wir müssen ja nicht gleich nach Jerusalem wandern. Die kostet 125. Nach Vatikanstadt zum Beispiel. Nach Vatikanstadt ist auch nett. Kostet 50 Öcken. Da gehen wir nicht ins Minus. Und dürfte trotzdem ein paar Punkte spendieren. Das ist schon mal das Erste. Für alles andere reicht die Kohle nicht. Und das heißt, so ein Day-One-Krieg, First-Day-at-the-Office-Krieg können wir leider nicht führen. Aber wir schauen einfach mal, bis die Frömmigkeit reinkickt und wir dann loslegen können. Das haben wir gemacht. Bündnisse mit den eigenen Söhnen, Bündnis aushandeln. Ja, why not? Machen wir es halt. Und ein Hofarzt, habe ich gerade die Kohle nicht. Muss ich sagen, verzichten wir erstmal noch drauf. Wir werden Titel erben, und zwar die Titel unserer Söhne sollten sie abkratzen. Wir haben zu wenige Ritter, ja, wegen mangels Geld, und die Bande werden wir nicht ändern. Also von den kleinen Grafschaften, dass wir jetzt da die Bande ändern, das gibt so viel Zeug mehr nicht, muss ich sagen. Ist die Frage, ob wir gleich die begrenzte Lehnsautorität verabschieden. Kostet 146, hätten wir jetzt schon dicke da, an und für sich. Frage ist nur nach dem Vorteil. Na, die Frage ist wirklich nur nach dem Vorteil. 3 haben wir noch überhaupt nicht, erforscht. Titel können aberkannt werden, das wäre so ein Vorteil. Vasallen können entzogen werden. Ja, schauen wir mal. Sehe ich jetzt aktuell noch nicht so wichtig. Sieht man nochmal die Domänen, die Vasallen. Da müssen wir jetzt aktuell nichts machen. Alles kommt zu seinem Punkt. Nochmal ganz kurz auf unseren Rat geschaut. Und 2 Sachen, die man hier nicht sieht. Quality und Know-how. Also die Kollegen hier ist schon unter aller Sau. Einzig und allein der Bischof hat es in die Double Digits geschafft mit der Bildung. Okay, fair play. Mit dem kann man wenigstens arbeiten. Aber Graf Branimir mit einer 9 Diplomatie, dann irgendein windiger Bürgermeister mit 4 Verwaltungen, weil er dumm ist und eigenwillig. Nee. Und hier unser Bürgermeister 9. Okay. Okay, von mir aus. Unser Haupterbe als Ratsspitzel 7. Ne, also wirklich katastrophaler Rat. Können wir jetzt allerdings nichts dagegen machen. Was soll's? Ränkespiel haben wir jetzt erstmal nicht vor. Rest passt, passt, passt. Ja, ich würde sagen, da können wir die Pause auf jeden Fall mal rausnehmen und wir starten unsere ersten Spielschritte. Die Abreise zur Pilgerfahrt. Muss ja nicht weit eigentlich. Es ist mehr eine Schifffahrt hier rüber nach Rom. Und ja, wir haben unsere Frau. Ach, halt. Ja, war die nicht jung? Muss ich gleich nochmal schauen. Bei ihm passt es auch, klar. Und bei ihm passt es auch, natürlich.
Alles gut. Das sind die Bündnisse, Hochzeitsfeierlichkeiten. Nein, die war nicht jung, genau. Genau, genau. Das ist nämlich manchmal so ein Fehler, den man gerne mal macht, dass man sich eine 7-jährige Frau holt und sich denkt, oh, die hat ja gute Werte oder sonst irgendwas. Aber die kann erst in den Rat, wenn sie volljährig ist. So, Hochzeit. Klar verlangen wir eine Hochzeitssteuer von unserem Volk. Oder 350 Prestige. Ja, das Problem ist, Prestige an und für sich haben wir jetzt erstmal. Das Geld ist wirklich das Problem, gerade wenn wir jetzt dann nach der Pilgerreise Krieg führen wollen. Ich muss leider aufs Geld gehen, meine Freunde. Tut mir leid, wenn ihr blechen müsst. Und wenn wir jetzt mal unseren Rat schauen, hier wäre unsere Frau. Und wenn sie mal die Domänenverwaltung... Ja, wir konnten erfolgreich noch eine Domäne herausschlagen aus dem Ganzen. Und ein bisschen mehr Geld. Wunderbar. Und meine beiden Söhne sind auch glücklich. Ach, die sind verlobt natürlich, weil sie noch nicht volljährig ist. Ich glaube 14. 14 volljährig in dem Spiel hier. Ich glaube 14. Das passt auch. Wir haben die Bündnisse am Start. Alles okay. Sie mag mich nicht. Ja gut, so ein bisschen Kulturschnicki-Schnacki. Persönliche Diplomatie. Unersättlich als Sünde. Ja. Ja, war ein bisschen schwierig. Ich kann ja jetzt hier, wie man gesehen hat, war es ein bisschen schwierig, sich kroatische Mädels zu holen. Die sind allesamt noch nicht volljährig gewesen. Aber Balaton wäre schon auch gegangen, ne? Die wäre wenigstens katholisch gewesen. Naja, egal. Wird schon passen. Was wäre vielleicht natürlich... Moment mal. Wir können da intervenieren bei unseren Frauen. Was hat unsere? Die ist wenigstens hier katholisch. Ist doch schon mal schön. Und wir könnten eine Sprache erlernen. Was? Aber warum soll ich Französisch lernen? Wido? Gibt überhaupt keinen... Grund dafür. Wir haben mit Frankreich erstmal kein Business. Das ist schon okay. Ich dachte, man kann sie zum Kulturwechsel zwingen. Aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Bei den anderen Kollegen. Haben wir es hier? Zumindest. Nee. Dass sie die Religion annimmt, dachte ich. Nee. Vielleicht, wenn wir er sind. Vielleicht, wenn wir der Ehemann sind, dass der das kann. Schauen wir mal. Wir spielen einfach mal weiter. Pilgerreise beginnt. Liebe deinen Nächsten. Unter den anderen Pilgern gibt es eine Frau, die Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis sie zum Thema Heiden kommt. Eines Abends erklärt sie im Lagerfeuer lautstark, dass sie alle abscheulichen Monster in den Augen alles Göttlichen sind. Abartige und Kindermörder allesamt. Die meisten wenden sich ab, wenn sie ihnen in die Augen schaut. Heute war ich jedoch nicht schnell genug. Seid ihr etwa anderer Meinung, Oban? Also, sag mal, so schlimm, echt jetzt? Was haben wir denn bei Sympathie über Heiden gegenüber? Domänensteuer anderer Glauben? Naja, das haben wir jetzt alles nicht. Also, ich glaube, Meinungen von anderen Glauben... Aufgebot Verstärkungsrate gleicher Glaube 20%. Boah. Ich glaube, ich nehme die Sympathie, weil meine Schwiegertöchter ja allesamt anderen Glaubens sind. Und da kann man sich jetzt nochmal so ein bisschen einschleimen. Definitiv. Definitiv. Ja, da hat's doch um eine geschmeidige plus 10 gereicht. Da haben wir unseren ersten Stein im Brett bei der Guten. Dass wir da die Heiden in Schutz genommen haben. Ich meine, klar, wir wollen unseren Katholizismus natürlich schon verbreiten. Das müssen wir ihr nicht sagen. So, Pilgerreise, die Ankunft. Endlich bin ich hier. Langer Weg war es ja. Das Gotteshaus vom Vatikanstadt erreicht. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten zu diesem Augenblick. So, 250, ja, dicke. Euer Glauben, wehrhafte Pilgerreise hat, haben wir ganz gut diese Hingabepunkte bekommen. Und wir sind jetzt ein entschlossener Pilgerer und machen dadurch auch nochmal pro Ritter mehr Frömmigkeit. So, dann sind wir wieder daheim. Und was macht man so, wenn man zu Hause angekommen ist? Man führt Krieg. So, hier zum Beispiel. Du hast kein Bündnis, du hast keine Truppen. Ja,
Sorry, Bro. Das ist einfach, das ist Natur. Gefressen werden, Nahrungskette. Krieg. Grafschaft? Meins. Bitteschön. Dankeschön. Wo ist denn der Truppenaushebungspunkt? Da oben, bitteschön nicht. Einmal hier runter. Ausheben. Unser Befehlshaber, eine absolute Vollnull. Ja. Gut, wir sind noch unterwegs, deswegen können wir die Truppen nicht selber führen. Eine absolute Katastrophe militärisch. Ich meine, für den Kollegen da unten wird es jetzt schon noch reichen. Trotzdem eine 8. Immerhin Glaubensfeindlichkeitsvorteil plus 10. Das ist nicht schlecht. Das ist der einzige Vorteil, den der Kollege hier hat. Und wir haben auch natürlich die Vorteile alle auf unserer Seite. Befehlshaber Eigenschaft, mehr Truppen. Beteiligung einer Furt. Müssen wir hier tatsächlich über einen scheiß Fluss rüber. Sehe ich gerade. Bessere Armeebefehlshaber, höhere Güte und mehr Kriegsvolk Konter. Trotzdem werden wir die Schlacht gewinnen. Auch wenn es ein bisschen teuer werden könnte. Ja, ist schon alles im Minusbereich. Hm, da wären wir wieder. Aber es hat gereicht. Alles okay. Gut, Truppen verloren allerdings. Aber das soll es ja auch erstmal gewesen sein. Ich meine, hier haben wir jetzt unseren Krieg geführt und gut ist. Da werden jetzt keine Verbündeten mehr dazwischen grätschen. Wunderbar. Das Gemetzel in Pagania ist zu Ende. Ja, Verluste 75 ging eigentlich sogar noch, für das, dass wir so viele Negativpunkte hatten. Da haben wir immerhin mehr ausgeteilt, als wir einstecken mussten. Ruhm erhalten, Hingabe erhalten und 31% Kriegspunkte. Und das sind Details. Ja, die Bogenkämpfer von ihm haben uns ein bisschen zu schaffen gemacht, wobei wir eigentlich auch selber welche hatten. Aber der Konter gegen Bogenkämpfer sind, glaube ich, Pferde und die haben wir nicht. Da können wir allerdings auch mal schauen. Unsere Aufgebote sind eigentlich ganz annehmbar, muss ich sagen. Wir haben hier 200 Mann leichtes Fußvolk, 200 Mann Bogenkämpfer und 10 Unager. Von Anfang an im Game, das ist so schlecht nicht. Also sind wir auf dem Balkan schon hier die vorherrschende militärische Macht. Also Balkan, kommt auf einmal, was mal alles zum Balkan zählt. Das hier ist ja anscheinend auch noch Balkan, dann natürlich nicht. Ne? Dann nicht. Aber es ist knapp. So, geldtechnisch schaut schlecht aus, wenn wir unsere Armee voll ausheben, aber auch nicht so schlimm, dass man deswegen keine Kriege führen müsste. Mischkultur erschaffen. Wer denn? Ach, irgendein Jarl. Ja, schön für ihn. Warum wird mir das angezeigt? Nordisch-Gälisch. Ja, gönnt ihr, Junge. Why not let it fly? Wir haben die wichtigsten Nachbarn hier einfach mal angepinnt. In unserem Outliner, dass wir mal wieder schauen können, ob sie denn noch da sind auch. Das weiß man ja auch nicht. Kann auch mal passieren. Das wäre übrigens noch was ich mir wünschen würde, dass man sich quasi so Alarme stellen kann. Zum Beispiel, wenn König Louis abtreten sollte oder ein neuer König in Italien einfach gekrönt wird und dergleichen. Das finde ich ganz interessant. So, 36 Tage noch, dann ist Paganier Geschichte. Da kommt er allerdings nochmal reingegrätscht mit seinen 240 Mann. Ja, ein bisschen eine Verzweiflungstat von dem Guten, ne? Das ist doch einfach. 54%, weil wir den Erben gefangen genommen haben. Ja, das Ding noch und dann ist die Sache gegessen. So. Vielen Dank. Die Forderungen. Forderung erzwingen gehört mir. Ja, mein Jung, das war's für dich. War ein kurzes Game, würde ich sagen. Das ist jetzt kroatisch. Freut euch, oh freut euch. Ja, hat schon ein bisschen mehr, überfällt allerdings gerade. Wir haben allerdings auch ein paar Truppen verloren. Deswegen sind wir soweit nämlich nicht auseinander. Erholen die sich jetzt zufällig? Ja, nee, die 1400 kriegen wir so nicht mehr zustande. Allerdings könnten wir ja gleich mal... Aber ich glaube, muss die Truppen erst zurückschicken, bevor man einen neuen Krieg potenziell erklärt. Dann passt schon, dann müssen wir eh warten, bis sie sich wieder gesammelt haben. Der ist jetzt, was ist denn der? Das ist landlos, ne? Ja, das tut mir fast ein bisschen leid. Minus 100, ja, gut.
Verständlich, ich habe ihm da so ein bisschen was weggenommen. Sorry, Bro. Ist halt so. Manchmal läuft's nicht. Was natürlich auch ganz gut war, die Entwicklung von Paganir war doch bei 7 und das ist so, na gut, hier ist eine 8. Also ist so gar nicht schlecht, weil die meisten hier 5 haben auch oder 4 sogar. Also die ist recht, recht wertvoll, was uns da zugelost wurde. Und so haben wir das Reich schon mal erfolgreich ein bisschen vergrößert. So, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes, ja, müssen wir mal schauen mit unserem Geld, dass wir Lika immer ein Stück weit auch ausbauen. Hier ist tatsächlich schon was mit der Jagdhütte, immerhin. Das wird natürlich sowas, aber am Anfang, wir müssen jetzt einfach pushen auf das Königreich oder den Königreich-Titel. Und dafür benötigen wir 13 die Jure-Grafschaften. Wir haben aktuell 8, also noch 5 to go. Bisschen Kleingeld, natürlich, aber darauf kann man sparen. Und 2 Herzogtümer. Das Herzogtum von Kroatien haben wir ja schon. Fehlt noch hier unten Ragusa. Damit kann man dann das Herzogtum Dubrovnik, glaube ich. Schauen wir doch einfach mal nach, dass wir das leichter machen. Ja, genau. Das Herzogtum Dubrovnik gründen. Und dann hätten wir das Ganze nämlich schon. Fehlen uns dann nur noch die paar Regionen von den Kollegen hier. Und dann könnten wir eigentlich relativ schnell unser Königreich bilden. Und das noch in seiner Lebensspanne. Wäre auf jeden Fall mein Ziel. Das werden wir die nächsten Male auch so verfolgen. Wir sehen uns dementsprechend wieder. Habt einen schönen Abend. Macht es gut. Ciao, ciao.